Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Days Gone und Sound. Ja. Real Talk, Leute, was war das? Was war? Als ich mitbekommen habe, dass die Folge keinen Ingame-Sound hat, lass am besten, lass nicht drüber reden. Wir haben einiges zu tun. Das war, oh Gott, Alter. Ey, danke trotzdem an jeden, der die Folge mit einem Daumen nach oben versehen hat. Danke an jeden, der einen netten Kommentar hinterlassen hat. Vor allen Dingen immer an die Leute, die sich auch die Zeit nehmen für einen Kommentar und so. Gutes Timing. Ey, das ist so ärgerlich gewesen, einfach. Keine Ahnung. Aber ihr könnt euren Arsch drauf verwenden, dass ich... Ich habe so ein bisschen PTSD von der ganzen Scheiße, Alter. Ich habe hier ungefähr 20 Mal gecheckt, ob wir hier auch Sound haben. Schrott ist immer gut. Also ich hatte Sound in den Tests. Deswegen gehe ich davon aus, wir haben jetzt hier Sound. Können wir jetzt eigentlich... Das können wir doch jetzt reparieren, ne? Haben wir das immer noch nicht? Okay. So, lass mal gucken. Was können wir machen? Ich glaube, wir haben nichts außer das. Ist gut. Ach, schade. Ja, doch, machen wir eine Schnellreise dahin. Oh, wir saßen gar nicht auf dem Motorrad. Ich hoffe, wir kommen da jetzt nicht ohne Motorrad an. Alles gut, okay. Nice. Ich will nur kurz gucken. Was sind wir denn hier? Ah, oh. Das ist das eine Camp. Genau danach habe ich gesucht. Das ist das eine Camp, was wir mal komplett ausgeräuchert hatten. So, direkt voll. Das war's. Einmal speichern. Und dann geht er auch schon los. So, Freunde. Wir haben ja noch einiges zu tun. Erstmal müssen wir gucken. Ich glaube, die Kleine war verloren gegangen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Bolzen herstellen. Mitnehmen. Nice. Ich habe übrigens nachgelesen, die Sniper in den Bäumen, den kann man nicht entkommen. Also sobald die da sind und gesagt wird, da ist ein Sniper, kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass du vom Motorrad weggeschossen wirst. Oh, oh. Das sind doch relativ viele hier. Das Ding ist, die Schwärmerohren bringen uns natürlich was. Scheiße. Ich finde es mit den Ausweichen ist einfach irgendwie nicht so geil gelöst.
Ich will mich nicht rausreden. Ja, ich war echt übel schlecht. Gott, das werden immer mehr. Na, Alter. Ich war echt übel schlecht aus. Haben wir noch so ein Ablenkungsteil? Nee. Leute, es sind mir fast zu viele, um ehrlich zu sein. Gott, verdammter Ritter, wo ist die Kleine? Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was red ich? Ich krieg euch alle, egal ob ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa, ich komme. Natürlich ein bisschen funny, dass jetzt da. Was haben wir denn hier? Dass er jetzt da mit dem Motorrad ankam. Was ist das? Lisas? Mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper. Wer weiß. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Okay. Ich meine, ich bin absolut auf Deacons Seite. Aber ich glaube auch, dass Deacon hart. Probleme mit seiner. Also, ich will nicht sagen, Deacon braucht vielleicht mal. Bisschen Entspannung. Sollte uns nicht wundern. Der einzige? Warum findest du nicht den Weg? Die sind tot, Arschloch. Die treten deinem verdammten Kult nicht bei. Rasenmäher-Machete. Oh, wie sieht's denn aus? Molotovs können wir. Haben wir gar keine mehr. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Typ oder eine Frau? Die ich dachte, ich kann aus der Deckung raus und. Als Maul. Scheiße. Prepare for the rising. Ja, nee. Okay, wir schauen uns erstmal hier um. Bevor wir da runtergehen. Ich glaube, hier ist. Naja, hier ist gar nichts mehr. Sie hier reingeschleppt.
Nee, wir gehen noch mit der Armbrust vor. Damn. Sind doch alle auf Crack oder sowas, Alter. Er sagt, die Narben spüren zur Freiheit, führen zur Freiheit. Scheiße. Was ist bloß los mit euch Freaks? Schließ dich uns an! Keine Zeit, die sorry. Die Freien regieren die Welt, hä? Huh? Nicht, wenn sie alle tot sind. Das ist mal eine Ansage. Die Frage ist halt, warum die alle so sind. Entweder stehen die unter Einfluss von irgendwelchen Substanzen. Nein. Sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Bis wir alle Gefundene sind. Man hat was dazu. Erstmal in Ruhe, Schild lesen. Ich komme aus Kalifornien. War Teil der Befreiung. War Teil der Massen. Ich war einer von ihnen. Dann traf ich Carlos und wurde eins. Und jetzt bin ich eins. Oh, der Gründer, Carlos. Er hat zu uns gesprochen. Ich erbebte beim Klang seiner Stimme. Er wies mir den Weg. Lange folgte ich einer Versammlung der Freien. Tausende stark. Den ganzen Highway hinauf. Ich schlief, wenn sie schliefen. Wir liefen bei Nacht, bei jedem Wetter. Wenn sie aßen, aß auch ich. Es war... Sowas habe ich noch nie gesehen. Oder gefühlt. Ich war eins mit ihnen. Die Welt, wie ich sie kenne, war früher ein Schatten. Wie ein falscher Film, der auf der Leinwand abläuft. Jeden Tag erinnere ich mich weniger. Und werde so ein Geist. Meine Tochter. Ich hab vergessen, wie sie hieß. Wie wir alle. Sie widersetzte sich. Wollte den Weg nicht sehen. Hörte nicht auf Carlos Worte. Wollte nicht eins sein. Ich musste sie befreien. Mit dem Messer. Wait, what? Niemand! Tritt euch bei! Hey, schau mal. Jetzt wurdest du gefunden, ja? Sticken! Halt durch, Lisa. Egal, was sie mit dir machen. Halt einfach durch. Steigst du ihn ab? Gebt euch gar... Ja. Lisa, ich werde dich retten. Sie fällt. Er sucht nach dem Weg. Ich gebe dir Deckung. Was? Frei! Ich werfe die Munition für mich ein.
Eigentlich haben wir alle darauf gewartet, oder? Gesehen. Okay. Doppel-Ripper-Klinge. Beste. Die Animation finde ich, sorry, ich finde sowas geil. Er hält das Gewehr nach unten und geht dann hoch. Oh, sorry, finde ich zu geil. Sorry, aber das musste ich mir nochmal angucken. Okay, ja, ich meine, ist nicht perfekt gelaufen jetzt gerade. Es hätte wahrscheinlich auch viel, viel schlimmer laufen können. Das wäre Verschwendung. Okay, Freunde, ja, wir tasten uns weiter vor. Sie ist irgendwo hier lang. Weird, ich sehe gar keinen. Sind hier alle? Hier, sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Okay, das ist super weird gerade. Entweder haben die das alles gehört und sind direkt abgehauen. Oder ich weiß nicht. Wir bleiben vorsichtig. Oh, mein Handy sagt, mein Akku ist leer. Das ist natürlich sehr schlecht. Ich komme, Kleine. Okay. Warte. Sniper macht mir Probleme. Ein Verirrter! Verirrt! Ja,
Ein Verirrter verirrt? Oh oh! Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit rausgeht. Aber okay, kein Problem. Okay, so weit, so gut, Freunde. Wir kommen ganz gut voran. Da ist sie. Sei eins mit Carlos. Ich bin auch zwei mit Carlos von mir aus. Nice. Also ich muss trotzdem sagen, ich find's seltsam, dass hier überall Waffen liegen, aber ich kann halt keine Munition irgendwo rausnehmen. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, er ist hier. Definitiv. Okay, haben wir alles nachgeladen? Ja. Ja. Munition, nice. Okay, Freunde, dann können wir uns hier auch einmal verarzten. Lisa. Oh Mann, Lisa. Oh, verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa. Lisa? Hey. Kleine. Nein! Hey. Nein! Sei still, sei still. Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Fuck. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst da hinlaufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Ha? Los. Lisa, so schnell du kannst. Richtiges Sniper gehabt, Alter. Ach man, da sagt man dem Mädel, sie soll so schnell wie möglich dahin. Und sie steht hier immer noch. Ich denke mal, da werden jetzt noch ein paar Typen kommen. Ein Verirrter.
Lisa, lauf! Das war ein geschmeidiger Hüpfer von ihr. Runter, runter! Töte sie! Wir schaffen es! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Nein. Lisa, lauf! Ah ne, nimmt er die Abkürzung. Deacon! Oh nein! Ripper! Lauf zum Besucherzentrum, los! Zu meinem Bike, lauf! Ich bin fucking Killer! Sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu. Südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Gut festhalten. Scheiße, Mann. Ricky! Ricky? Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Boozer und du hier weg seid? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich habe ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky? Ja. Gern geschehen. What? Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie, sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du Scheiße baust. Okay. Wer ist Ricky? Wer ist Iron Mike? Hey, Ricky. Hey, Deek. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich
an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige, darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Hm? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Ricky, Iron Mike. Ich bin ein bisschen verwundert, muss ich ehrlich sagen. Wir machen kurz eine Schnellreise zu, Hörst du mich? Hot Springs zu Deacon St. John. Tucker, ich höre dich. Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Nein, Tuck. Nein, die Ripper haben sie übel zugerichtet und sie hat's nicht geschafft. Verdammt! Wir brauchen sie! Wird das Graben noch länger dauern. Sie ist mal positiv, Tuck. Ein Hungriger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's hier bald keinen mehr zu füttern. Tucker, Ende. Ja, okay. Ich kümmere mich darum. Was ist los mit dir? Scheiße, Mann. Okay, Leute, ich bin gespannt, wer Ricky und Iron Mike ist. Das klingt so, als ob wir die auf jeden Fall noch kennenlernen werden. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben für den Sound und einen netten Kommentar. Lasst uns zusammen feiern, dass wir eine neue Folge Days Gone haben. Mit Ton. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.